London ist jahrhundertelang ein äußerst gefährliches Pflaster. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun, die Verbrechen aufzuklären. Wir schauen uns einige der spektakulärsten Kriminalfälle der Stadt an. Intrige, Eifersucht, Mord und die damals modernste Ermittlungstechnik. All das schürt die Gier der Menschen nach neuen Schauergeschichten von Londons dunkler Seite. John Christie gehört zu den berüchtigsten Serienmördern Großbritanniens. Bis heute spricht man über diesen harmlos wirkenden Mann und sein bösartiges Wesen. Die Zeitungen nannten ihn den Würger von Notting Hill. Seine Geschichte faszinierte und entsetzte die Öffentlichkeit. Ein Serienmörder, der dem Gesetz entkommt, während ein Unschuldiger für seine Verbrechen gehängt wird. Wir befinden uns im Großbritannien der Nachkriegszeit. Täglich berichten Zeitungen von spektakulären Verbrechen. London bietet Serientätern den idealen Unterschlupf. Wie dem Säurebadmörder John George Hague. Viele werden von der Polizei gefasst und verurteilt. Doch nach dem Fall von Timothy Evans und den Protesten gegen die Todesstrafe verändert sich die öffentliche Meinung. Dann Rillington Place wird eine der berüchtigsten Adressen Londons werden. Anfang der 1940er Jahre ist es noch eine heruntergekommene Ecke im Londoner Stadtteil Notting Hill. Einer der Anwohner dort, John Christie. Christie wird 1899 in einem Dorf in West Yorkshire geboren. Er stammt aus einer großen Familie. Das Verhältnis zum Vater ist schwierig. In seiner Jugend entwickelt Christie eine Sexualstörung. Seine Impotenz wird ihn sein ganzes Leben lang belasten und gilt als Auslöser seiner Mordlust. Seine sexuellen Probleme sprechen sich schnell herum. Er hatte Verabredungen, aber sobald es über das Küssen hinausging, versagte er. Immer wieder. Seine Spitznamen waren Kann's nicht Christie oder Reggie ohne, weil er als junger Mann impotent war. Es machte schnell die Runde und seine Freunde verspotteten ihn. Den Ruf als sexueller Versager wurde er nie mehr los. Seit 1914 tobt in Europa der Erste Weltkrieg. Vielleicht um seine Unzulänglichkeit auszugleichen, meldet sich Christie im Alter von 17 Jahren als Soldat für die britische Armee. 1918, einen Monat vor Kriegsende, wird er nach Frankreich geschickt. Kaum angekommen, gerät er in einen Senfgasangriff. Zuerst von den Deutschen eingesetzt, kämpfen gegen Ende des Krieges alle Seiten mit Chemiewaffen. Nach dem Senfgasangriff konnte Christie etwa 3 Jahre lang kaum sprechen. Diese Stimmprobleme traten später immer wieder auf. Wie schwer die Auswirkungen waren, wissen wir nicht. Er war ja in der Lage, in diversen Anstellungen ein gewisses Maß an Arbeit zu leisten. Mit Sicherheit war er nicht so beeinträchtigt, dass man an seiner Schuldfähigkeit hätte zweifeln müssen. Nach Kriegsende heiratet John Christie Ethel Simpson. Doch die Ehe verläuft unglücklich. Christie zieht 1924 ohne seine Frau nach London. Fast ein Jahrzehnt später versöhnen sie sich und beziehen 1937 eine Wohnung in Notting Hill.
Das heutige Szeneviertel ist damals eine schäbige, zwielichtige Gegend. Auch das Haus von Christie und seiner Frau ist heruntergekommen. Für Christie selbst sieht die Zukunft düster aus. Er verfügt über ein umfangreiches Vorstrafenregister und hat wegen Diebstahl und Körperverletzung gesessen. Doch mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 bietet sich ihm eine neue Chance. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er als Reservist in eine Uniform gesteckt, um auf Streife zu gehen. Er hatte zu prüfen, ob die Bürger ihre Wohnungen ordnungsgemäß verdunkeln. Er war jemand, der das Gefühl von Autorität brauchte und war stolz auf seine Uniform. Damals wurde Hilfspolizisten in London ein besonderer Respekt entgegengebracht. Man schaute zu ihnen auf. Das wusste Christie zu nutzen. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben hat John Christie eine Machtposition inne. Davon beflügelt, beginnt er eine Affäre mit einer Kollegin. Als deren Ehemann davon erfährt, schlägt er Christie zusammen. Kurz darauf begeht dieser seinen ersten Mord. Ruth Fürst, eine Krankenschwester aus Österreich, arbeitete in London in einer Munitionsfabrik. Sie war 1938 nach England geflohen, nachdem Hitler in Österreich einmarschiert war. Ihre Vermieterin gibt sie irgendwann als vermisst an, aber da sie unverheiratet ist, meldet sich niemand. Sie hat in London weder Familie noch Freunde. Außerdem herrscht Krieg. Es ist also nicht verwunderlich, dass ihr Verschwinden nicht näher untersucht wird. 1944 hat Christie schon sein nächstes Opfer im Visier. Christie arbeitet inzwischen in einer Radiofabrik. Dort lernt er Muriel Eady kennen. Christie, der weiß, dass sie unter Hypochondrie leidet, macht sich ihre Ängstlichkeit zunutze und gewinnt ihr Vertrauen. Er macht ihr weiß, er habe ein Heilmittel für ihre Bronchitis. Hallo, meine Liebe. Hallo, Mr. Christie. Scheiße, ich draußen. Es geht durch Mark und Bein. Ja, ich war diese Woche auch kaum draußen. Und jetzt geht's Ihnen besser? Oh, ja, viel besser. Wir vermissen Sie im Büro. Wir trinken gleich eine schöne Tasse Tee. Und Sie erzählen mir, was es Neues gibt. Hier entlang. Ist Ihre Frau nicht daheim? Nein, Ethel ist fort. Besorgungen. Setzen Sie sich doch. So ist's recht. Ist das da die... Nicht doch. Entschuldigung. Halb so schlimm. Es ist nur zerbrechlich, verstehen Sie? Schauen Sie, das ist das Richtige für Ihren Katarrh. Meine Bronchitis war wie weggeblasen. Das ist so nett von Ihnen. Es ist schlimm bei diesem Wetter. Ich muss Tag und Nacht husten. Ja, es ist klamm. Der Lunge tut das nicht gut. Das schlägt auf die Bronchien und Atemwege, nicht wahr? Sie kennen sich ja richtig aus, oder, Mr. Christie? Ja, und genau dafür ist meine Medizin da. Sie macht die Bronchien wieder frei. Riecht ein bisschen wie... Hustenbalsam. Sie wollen mir mein Rezept entlocken? Oh, nein, natürlich nicht. Ein paar Zutaten sind natürlich gleich, aber bei Hustenbalsam ist die Wirkung nicht halb so gut wie bei dem hier. Gut, fangen wir an. Lehnen Sie sich zurück. Augen zu, Muriel. Ganz entspannt. So ist's gut. Atmen Sie tief ein. Gleich spüren Sie die Linderung. Einfach einatmen.
und wieder ausatmen. Genauso. Sehr angenehm. So, gut möglich, dass Sie sich ein kleines bisschen flau fühlen. Aber keine Sorge, das zeigt nur, dass die Medizin wirkt. Mr. Christie, ich... Atmen Sie. Gut so. Es wirkt. Atmen Sie. Tief atmen. Christie tötet seine Opfer heimtückisch, ohne direkte Gewalt. An diesem Abend versteckt er Muriels Leiche im Waschhaus hinter seinem Haus und begräbt sie anschließend im Garten neben seinem ersten Opfer. Anders als Ruth wird Muriel allerdings vermisst. Aber weil im Herbst 1944 ständig V1 und V2-Bomben fallen, geht ihre Familie davon aus, dass Muriel bei einem Luftangriff umgekommen ist. Die Polizei ermittelt nur oberflächlich. Niemand verdächtigt Christie. Im Mai 1945 endet der Krieg. Aber die Londoner können noch nicht aufatmen. Gleich mehrere Serienkiller treiben ihr Unwesen. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun. Im Jahr 1946 sorgt der Mord in der Kalkgrube für Aufsehen. Thomas Lee ist ein erfolgreicher Politiker in Australien. Seine Konkurrenten verschwinden aber unter mysteriösen Umständen oder springen grundlos von Klippen. In England wird er gefasst und für schuldig befunden, einen Mann entführt, gequält und die Leiche in einer Kalkgrube in Surrey verscharrt zu haben. Später wird Lee für verrückt erklärt und in eine psychiatrische Klinik gesteckt. Zur gleichen Zeit sucht die Polizei nach dem Frauenmörder Neville Heath. Doch John Christies Taten bleiben unentdeckt. Im März 1948 zieht ein junges Paar über Christies Wohnung ein. Timothy und Beryl Evans. Noch wissen beide nicht, wie tödlich dieser Entschluss für sie enden wird. Timothy Evans wird am 20. November 1924 in Wales geboren. Als Kind leidet er unter Lernstörungen und neigt zu Wutanfällen. Wenn es um seinen Lebenslauf geht, erzählt er häufig Lügengeschichten. Später wird ihm das zum Verhängnis werden. Timothy Evans galt als einfältig, als einfach gestrickt. Er hatte von früher Kindheit an Lernprobleme. Er arbeitete in London als Lieferwagenfahrer. Er lernte John Christie und dessen Gattin Ethel kennen, als er mit seiner Frau ein Zimmer im zweiten Stock von Christies Haus besichtigte. Im Herbst 1948 wird ihre Tochter Geraldine geboren. Aber die Ehe ist zerrüttet. Ständig streiten Beryl und Timothy um Geld. Im Jahr darauf wird Beryl Evans erneut schwanger. Das Paar ist verzweifelt und denkt über eine Abtreibung nach. Damals wie heute keine leichte Entscheidung. Dazu war der Eingriff zu der Zeit sehr riskant. Wer in einem Arbeiterviertel wie Notting Hill nicht an Abtreibungspillen kam, dem blieb nur ein heißes Bad mit einer Flasche Gin und einer Stricknadel. Genau deshalb war Gin auch als Mutters Untergang bekannt.
Die Frauen waren Quacksalbern ausgeliefert, die keine medizinische Ausbildung hatten. Christy war einer von ihnen. Er wusste nicht, wie man eine Abtreibung durchführt. Wie seine anderen Opfer betäubte er Beryl einfach mit Gas. Timothy Evans ist zunächst gegen eine Abtreibung. Aber seine Frau Beryl überzeugt ihn. Sie brauchen nicht lange zu suchen, um jemanden zu finden, der ihnen helfen möchte. Sie halten es für einen Glücksfall, dass ihr Nachbar angeblich Erfahrung als Mediziner hat. John Christie erklärt sich bereit, Beryl zu behandeln. Während Timothy Evans bei der Arbeit ist, bereitet Christie seine Rezeptur zu. Wie zuvor benutzt er Kohlengas, um Beryl bewusstlos zu machen. Tim. Mr. Christie, wie ist es gelaufen? Es ist ja ganz ruhig. Ich glaube, wir sollten wohl besser nach oben gehen. Was ist los? Gehen Sie doch schon vor. Ich komme nach. Gut. Beryl. Der Bauch. Es war eine Blutvergiftung, verstehen Sie? Es war nichts zu machen. Seit wann? Etwa um 3 Uhr. Wie? Sie hätte eigentlich in ein Krankenhaus gehört. Was haben Sie getan? Worum Sie mich baten. Aber doch nicht das. Sie wollten meine Hilfe, Tim. Es ist nun mal riskant. Es war eine Blutvergiftung. Was soll das heißen? Wir sollten den Arzt tun. Irgendjemand. Ich weiß auch nicht. Das könnte mir großen Ärger bereiten, Tim. Ich wollte nur helfen. Ich kann Sie doch nicht so liegen lassen. Das sieht nicht gut aus für Sie. Was? Naja, Sie und Beryl hatten wirklich oft Streit, gerade in letzter Zeit. Bestimmt gibt es Zeugen, verstehen Sie? Tim, es wird sicher heißen, dass Sie loswerden wollten. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte es ihr ausreden. Ich wollte das nicht. Was soll ich nur tun? Bewahren Sie einen kühlen Kopf, Tim. Aber, nein, was mache ich nur mit dem Baby? Ganz ruhig. Was soll ich bloß tun, Mr. Christie? Beruhigen Sie sich. Atmen Sie tief durch. Gut. Morgen früh stehen Sie auf und gehen ganz normal zur Arbeit wie immer. Was mache ich denn dann mit Geraldine? Ich besorge Ihnen schon jemanden für das Baby. Kein Grund zur Sorge. Sie gehen zur Arbeit. Ich soll zur Arbeit? Genau wie immer. Und nun, Beryl muss hier weg. Ich habe den Schlüssel zu Mr. Kitcheners Tür. Bringen wir sie runter zunächst. Glauben Sie mir, ich weiß, was zu tun ist. Im Krieg war ich Polizist. Ich kenne mich mit solchen Dingen aus, verstehen Sie? Sie müssen jetzt stark sein, Tim. Für Ihre Beryl und für das Baby. Ja. Schön. Dann suchen wir erstmal was, um Geraldine zu füttern. Und dann trinken wir eine Tasse Tee. Richtig.
Wir wissen wenig darüber, was in den Tagen nach Beryls Tod geschieht. Fest steht, dass Christy schon bald Evans Geistesschwäche ausnutzt, um ihn zu manipulieren. Er redet Evans ein, dass seine Tochter schwer krank sei. Der überforderte Witwer flieht in seine Heimat Wales. Allein. Christy hat Timothy Evans davon überzeugt, dass er lieber wegziehen und sein Leben alleine weiterleben sollte. Es sei besser, mit seiner Frau und seiner Tochter für immer abzuschließen. Er zieht zurück nach Wales zu Verwandten und erfindet unterschiedliche Ausreden, warum Beryl nicht dabei ist. Timothy Evans verstrickt sich in Lügen. Mal behauptet er, seine Frau und Tochter wären nach Bristol gezogen, mal sie wären in Brighton. Am 21. November kehrt Timothy Evans nach London zurück, angeblich um nach seiner Tochter zu sehen, die er in der Obhut von John Christie zurückgelassen hat. Anschließend kehrt er zurück nach Wales. Doch er ist voller Schuldgefühle und gesteht am 30. November auf der örtlichen Polizeistation, die Leiche seiner Frau beseitigt zu haben. Evans wird wegen Mordverdachts verhaftet. Er erzählte der Polizei, er hätte seine Frau in einem Abflussrohr versteckt. Die Polizisten durchsuchten die angegebene Adresse und fanden nichts. Aber die Suche geht weiter und die Polizei macht eine schreckliche Entdeckung. Im Waschhaus auf der Rückseite von 10 Rillington Place finden sie die Leichen von Beryl Evans und ihrer Tochter Geraldine. Beide sind erwürgt worden. Die beiden anderen Leichen, die Christy im Garten vergraben hat, bleiben unentdeckt. Alles weist darauf hin, dass Beryl Evans und Geraldine erwürgt wurden. Evans wird auf die Polizeiwache in Notting Hill gebracht. Was die Polizisten ihm berichten, erschüttert ihn so sehr, dass er sich bei dem Verhör in Widersprüche verstrickt. Seine neue Version der Geschehnisse unterscheidet sich grundlegend von seinen früheren Aussagen. Wenige Wochen später beginnt der Prozess gegen ihn. Heißen Sie Timothy John Evans? Ja, Sir. Wie alt sind Sie? 25. Haben Sie Ihre Tochter Geraldine erwürgt? Nein, Sir. Haben Sie in irgendeiner Weise Ihren Tod verursacht? Nein, Sir. Wann haben Sie von Ihrem Tod erfahren? Es war in Notting Hill auf der Polizeiwache. Inspektor Jennings hat's mir gesagt. Haben Sie Ihre Frau erwürgt? Nein, Sir. Haben Sie irgendwie Ihren Tod verursacht? Nein, Sir. Und Ihre Tochter, Geraldine, die heute besonders im Mittelpunkt der Verhandlung steht, haben Sie ihr je etwas angetan? Nein, Sir. Hatten Sie sie gern? Ja, Sir. In seinem dritten Geständnis auf der Wache von Notting Hill behauptet Evans, dass er allein für den Tod seiner Frau verantwortlich sei. Nachdem er am Dienstag, dem 8. November, von der Arbeit kam, habe er sich mit ihr gestritten, sie geschlagen und sie dann im Affekt mit einem Seil stranguliert. Dieses dritte Geständnis ist höchst umstritten. Er hatte alles verloren und fühlte sich in die Ecke gedrängt. Er fühlte sich schuldig am Tod seiner Frau, weil er der Abtreibung zugestimmt hatte. Da er nicht gerade der Intelligenteste war, war es für die Polizeibeamten leicht, ihn zu einem Geständnis zu verleiten. Ich war selbst Polizist. Ich weiß noch, als ich Timothy Evans' Geständnis das erste Mal las, erinnerte ich mich an meine Ausbildung und wie man ein Geständnis zu gliedern hat.
Uhrzeit, Datum, Ort, Name, Alter, Beruf, Adresse. Dieses Geständnis war ganz eindeutig von einem Polizisten geschrieben worden, nicht von Evans selbst. Das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. That's always stuck with me. That memory of reading for the first time Timothy Evans' statement. Später widerruft Timothy Evans sein Geständnis und behauptet, John Christie sei für beide Todesfälle verantwortlich. Trifft es zu, dass Sie eines Tages bei der Heimkehr von Christie angesprochen wurden, dass Ihre Frau Tabletten genommen hätte? Ja, Sir. Und er, Christie, wusste, dass sie das Kind loswerden wollte? Das stimmt, Sir. Hat Christie sonst noch was zu Ihnen gesagt? Ja, er sagte, wenn meine Frau und ich in dieser Sache direkt zu ihm gekommen wären, hätte er uns ganz sicher helfen können, Sir. Was sagten Sie darauf? Dass wir kein Interesse hätten. Wo waren Sie in dem Moment? Wo fand diese Unterhaltung statt? In seinem Wohnzimmer, Sir. Erklärte er, welche Qualifikation er dafür hatte? Ja, er meinte, er hätte schon früher jungen Frauen im Bedrängnis geholfen, Sir. Sagte er auch, ob er dabei erfolgreich war? Er sagte, er war erfolgreich. Er sagte, er habe Erfolg gehabt? Ja, Sir. Erläuterte er sein Vorgehen? Nein, Sir. Fragten Sie ihn nach seinem medizinischen Fachwissen? Er zeigte mir Medizinbücher. Er hat Ihnen ein Fachbuch gezeigt? Ja, Sir. Können Sie lesen? Nein, Sir. Können Sie dem Richter und der Jury sagen, was in diesem Buch stand? Ja, es gab Zeichnungen von Körpern von Männern und Frauen, Sir. Sagte er, woher er dieses medizinische Fachwissen hatte? Vor dem Krieg hat er Medizin studiert. Er wollte Arzt werden, Sir, aber ein Unfall zwang ihn dazu, das Studium aufzugeben. Sagte er, was für einen Unfall? Nein, Sir. Ich habe auch nicht gefragt. Haben Sie gefragt, wie er die Abtreibung vornehmen würde? Ja, schon. Aber er schwieg darüber. Er sagte, nur er und ein Doktor wüssten, wie so etwas geht. Trotz Evans' Aussage ist die Polizei davon überzeugt, den Richtigen gefasst zu haben. Die Rolle des Mörders passt besser zum cholerischen und notorisch lügenden Ehemann als zum freundlichen Nachbarn mit der Nickelbrille. Der Hauptzeuge der Anklage ist John Christie. Es ist sein erster Auftritt in einem Mordprozess am Old Bailey-Gericht. Aber nicht sein letzter. John Reginald Christie, was machen Sie beruflich? Ich bin Buchhalter. Wohnen Sie am Rillington Place, North Kensington? Ja. Laut unserem Grundriss bewohnen Sie die Erdgeschosswohnung. Ja. Ist im ersten Stockwerk die Wohnung von einem Mr. Kitchener? Und im Stockwerk darüber die Wohnung von Mr. und Mrs. Evans mit ihrer Tochter? Ja. Kennen Sie Ihre Nachbarn? Ja. Anfang November letzten Jahres... War der Garten allen Mietparteien zugänglich? Ja. Die anderen Bewohner des Hauses haben auch Zugang zum Garten? Ja, Sir. Wie kamen Sie dorthin, Mr. Christie? Über die Treppe. Und im Parterre gibt es eine zweite Tür. Durch Ihre Wohnungstür? Nein, durch den Flur. Da führt eine zweite Tür in den Garten. Man kommt dann an unserem Küchenfenster vorbei und geht dann nach links weiter. Wie kommt ein Mieter in den Garten, wenn nicht durch Ihre Wohnung? Die Wohnungen sind eigenständig. Wir haben drei Zimmer. Die anderen Mieter kommen durch die Treppe in den Garten. Können Sie es der Jury erklären? In Ihrer Wohnung endet die Treppe der anderen Mieter. Ja, und dann müssen Sie nach links. Es geht nach links, wenn man unten ist. Ja, also... Und dann nach rechts in den Garten. Ist diese Hintertür meist oder immer unverschlossen? Ja, offen. Also hatten auch die anderen Bewohner jederzeit Zugang zum Garten? Ja.
John Christie sagte aus, er habe von oben gehört, wie jemand einen Körper über den Boden schleift. Er war ein wichtiger Zeuge. Er belastete Timothy schwer. Und als ehemaliger Hilfspolizist wirkte er glaubwürdig und zuverlässig. John Christie ist zwar der Hauptzeuge der Anklage, doch auch er gerät in die Defensive. Während der Verhandlung wird er zu seinem Vorstrafenregister befragt. Seine Vorgeschichte ist zwielichtig. Er ist vorbestraft und bereits wegen Diebstahl und Körperverletzung an einer Frau verurteilt worden. Timothy Evans' Verteidigung will das ausnutzen und Christie als den wahren Mörder hinstellen. Und auf der Wache wurde Ihnen diese Krawatte gezeigt? Ja. Und Sie wurden gefragt, ob sie Ihnen bekannt vorkäme? Ja. Das haben Sie verneint. Nein, ich erkannte sie nicht. Brachten Sie der Polizei gegenüber die Krawatte mit Evans in Verbindung? Ich sagte, ich hätte Mr. Evans öfter mit einer gestreiften Krawatte gesehen, aber ich könnte nicht sagen, ob es diese war. Warum betonten Sie bei der Polizei? Evans hätte eine gestreifte Krawatte, wenn es nicht ganz sicher diese war. Ich wurde gefragt, ob ich wüsste, welche Krawatten Mr. Evans für gewöhnlich trug, und ich sagte, dass er oft mit einer roten Krawatte zu sehen war, aber auch öfter mit einer gestreiften. Bloß zur Art der Streifen konnte ich leider nichts sagen. So, so. Bei der Vernehmung sagten Sie, es sei nicht Ihre Krawatte. Ja. Sie tragen auch gestreifte Krawatten, oder? Ja. Nun, ist es nicht naheliegend, Mr. Christie, und daran sollte nicht der geringste Zweifel aufkommen, dass Sie die Verantwortung tragen für den Tod von Mrs. Evans und dem Baby oder über den Tathergang doch deutlich mehr wissen, als Sie hier zugeben. Das ist eine Lüge. Sie sind nicht für Ihren guten Leumund bekannt. Nun, ich hatte Probleme. 4 Verurteilungen, ein beachtliches Vorstrafenregister haben Sie da. 3. Ich helfe Ihnen auf die Sprünge. Haben Sie nicht 3 dreimonatige Gefängnisstrafen abgesessen, und zwar 1921, weil Sie da Postanweisungen gestohlen haben? Ja, das entspricht der Wahrheit. Dann ein Betrugsdelikt 1923, wissen Sie noch, in Halifax? Ja, das weiß ich noch. 9 Monate Zwangsarbeit für schweren Diebstahl und Betrug in Uxbridge 1924. Ja. Und 3 weitere Monate Haft- und Geldstrafen oder Ersatzhaft. Erneut in Uxbridge. 1933 für Automobildiebstahl. Das ist Ihnen entfallen, Mr. Christie? 4 Vorstrafen? Ich dachte, es seien 3. Was wir hier sehen, ist ein zurückhaltender Mann, der seinem Land als Soldat und als Teilzeitpolizist gedient hat. Dadurch, dass er im Ersten Weltkrieg gedient hat, werden ihm kleinere Vergehen verziehen. Er gilt als glaubwürdiger Zeuge. Ich denke, man glaubte Christies Aussagen wegen seiner Frau. Sie galt als ehrbar und bestätigte alles, was er aussagte. Und dazu kommt, dass Tim und Beryl sich oft lautstark öffentlich gestritten hatten. Alles sah danach aus, dass Tim der Mörder war. Evans' Verteidigern gelingt es nicht, John Christie zu diskreditieren. Die Anklage stellt Evans glaubhaft als Lügner dar und Evans selbst verstrickt sich in seinen verschiedenen Versionen der Geschehnisse. Außerdem kann er kein Motiv liefern, warum Christie seine Familie ermorden sollte. Trifft es zu, dass Sie die Morde gestanden haben? Insgesamt 5-mal gegenüber 5 verschiedenen Leuten haben Sie zugegeben, Ihre Frau und Tochter ermordet zu haben? Ich habe es gestanden, aber es stimmt nicht. Ich war verwirrt. Stimmt es, dass Sie bei verschiedenen Anlässen insgesamt 5 Geständnisse abgelegt haben? Ja, das stimmt. Allen Ernstes sagen Sie, Sie waren jedes Mal verwirrt? Die meiste Zeit, Sir. Machen Sie Witze? Zumindest beim letzten Mal. Warum sollten Sie bei den anderen Malen die Morde gestanden haben, wenn es nicht wahr ist? Ich wusste vom Tod meiner Frau, aber nicht dem meiner Tochter.
Was hat das denn damit zu tun? Es hat einiges damit zu tun. Ist das ein Grund, ein Schuldbekenntnis abzugeben? War Ihre Verwirrung so groß, weil jemand Ihre kleine Tochter umgebracht hat? Ja. Ach, wirklich? Ja. Aha. Schauen wir uns diese Geständnisse an. Aus eigenem Antrieb gehen Sie am 30. November zur Polizei, nachdem Sie einen Brief Ihrer Mutter an Ihre Tante gelesen haben. Das stimmt. Wurden in diesem Brief Ihre früheren Lügen entlarvt? Beschlossen Sie deshalb, zur Polizei zu gehen? Es hatte damit nichts zu tun. Warum gingen Sie dann auf einmal zur Polizei? Ich machte mir Sorgen um meine Tochter. Sie wollen das allen Ernstes dem Gericht weismachen? Dass Sie zur Polizei gehen und ein Geständnis ablegen, weil Sie besorgt sind über den Verbleib Ihrer Tochter? Der Prozess dauert gerade mal 3 Tage. Evans hat keine Chance. Seine falschen Geständnisse werden ihm zum Verhängnis. In nicht einmal einer Stunde fällt die Jury ihr Urteil. Timothy John Evans. Die Geschworenen befinden Sie des vorsätzlichen Mordes für schuldig. Das Gericht verurteilt Sie hiermit zum Tode durch den Strang. Nach der umgehenden Überstellung in eine Haftanstalt wird Ihre Hinrichtung alsbald erfolgen. Ihr Leichnam wird auf dem Gelände des Gefängnisses beigesetzt, in dem Sie zuletzt einsaßen. Möge Gott Ihrer Seele gnädig sein. Als das Urteil gegen Timothy Evans verkündet wird, bricht John Christie in Tränen aus. Ist es die Erleichterung, dass er davongekommen ist? Zumindest vorerst. Der verzweifelte Timothy Evans legt am 20. Februar Berufung ein, doch sie wird abgewiesen. Für den jungen Mann gibt es keine Gnade. Er wird am 9. März 1950 gehängt. Als Christies Taten Jahre später ans Licht kommen, entstehen Zweifel an dem Urteil. Denn wie wahrscheinlich ist es, dass 2 Mörder im gleichen Haus wohnen? Man geht vielmehr davon aus, dass John Christie im November 1949 2 weitere Morde begangen hat. Zu dieser Zeit liegen Christies erste beiden Opfer, Ruth Fürst und Muriel Eady, noch unentdeckt im Garten vergraben. Später findet man einen Oberschenkelknochen, der als Zaunstütze dient. Doch fürs Erste ist John Christie ungestraft davongekommen. Nach der Verhandlung kehrt er mit seiner Frau Ethel zurück zu ihrer Wohnung am Rillington Place. Christie muss sich unantastbar gefühlt haben. Die Geschichte endet am 31. März 1953. John Christie wird nach längerer Suche auf der Putney Bridge festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Sobald sie dann bewusstlos war, habe ich sie erdrosselt. Womit? Den Händen? Nein, eher mit einem Strumpf. Fahren Sie fort. Ich hatte dann vor, mich zu ihr zu legen. Ich wollte mit ihr intim werden, während ich sie würgte, aber ich konnte nicht. Es ging nicht. Mein Rücken schmerzte zu sehr. Es ging nicht. Und das war in Ihrem Zimmer? Ja. Und Mrs. Evans lag auf dem Boden?
Ja. Und dann stellten Sie Ihren Tod fest? Ja. Was taten Sie dann? Bewegten Sie sie oder ließen Sie sie liegen? Nein, ich ließ sie liegen. Kam Evans nach Hause? Ja, er kam abends zurück. Und wo war sie da? Es war spät. Lag sie da noch vor dem Kamin? Ja. Doch nach Timothy Evans' Hinrichtung 1950 lebt John Christie zunächst unauffällig weiter. Er kehrte einfach in den Alltag zurück, als wäre nichts passiert. Sein Name stand in der Zeitung und jeder im Viertel sprach ihn an. Er schlüpfte in die Opferrolle und sagte, meine Frau und ich müssen die schrecklichen Geschehnisse erst verarbeiten. Mit seiner Arthritis und seinen Rückenproblemen konnte er ohnehin Mitleid schinden. In dieser Zeit verhielt er sich ruhig. Er beging keine Morde. John und Ethel Christie bewohnen weiterhin die Erdgeschosswohnung am Rillington Place. Doch in den Jahren nach dem Krieg verändert sich ihr Viertel immer mehr. Die Stimmung in den 50ern war rassistisch aufgeladen. Das Motto war, wir wollen keine Schwarzen, keine Iren und keine Hunde. Im Westen Londons lebten vor allem verarmte Weiße. Immer mehr Schwarze aus den Kolonien strömten in die Gegend und alle waren geldgierigen Vermietern ausgeliefert. Jeder konnte aus den schlecht ausgestatteten Wohnungen jederzeit rausgeworfen werden. Die Christies können ihre neuen Nachbarn nicht ausstehen und beschweren sich bei den Behörden. Außerdem wird ihr Wohnhaus nach dem Mordprozess verkauft. Mit dem neuen Besitzer hat das Paar oft Streit. Christie fühlte sich gestört, da immer mehr Ausländer in seine Nachbarschaft zogen. Er kam aus Nordengland und war zurückhaltend, aber sehr stur in seinen Ansichten. Er war auch feige und wird nicht offen rassistisch gewesen sein. Aber wie viele Weiße aus der Arbeiterklasse damals, hatte er rassistische Ansichten. In seinem Garten hatte er die Leichen seiner ersten beiden Opfer vergraben. John Christie kann also nicht so einfach wegziehen. Judy, der Irish Terrier des Paares, gräbt einmal einen Oberschenkelknochen aus und später sogar einen Schädel. Diese Beweisstücke lässt Christie in der zerbombten Nachbarschaft verschwinden. Aber es wird klar, dass Nachmieter die Leichen entdecken würden. John Christie sitzt in der Falle. Er kann nicht wegziehen, hat aber auch keine Kontrolle über das Haus. Die ständige Anspannung lässt seine alten Verhaltensmuster wieder zutage treten. Er begibt sich zwar wegen Schlaflosigkeit in ärztliche Behandlung, doch seine tief sitzenden psychischen Probleme können nicht geheilt werden. Christie war ein Mann, der Gewalt ausübte, auch sexuelle. Die Beziehung zu seiner Frau Ethel verschlechterte sich. Wahrscheinlich wurde ihr in dieser Zeit klar, was in Wahrheit zwischen ihm und Timothy Evans geschehen war. Möglicherweise hat John Christie sie deshalb getötet. Er behauptete später, sie wäre krank und müsse Tabletten nehmen. Eines Nachts wurde er wach, weil sie husten musste. Er konnte sie nicht leiden sehen. Also erwürgte er sie und versteckte die Leiche unter den Dielen im Wohnzimmer. Sie versteckten die Leiche unter den Dielenbrettern? Ja. Und setzten alles daran, die Entdeckung des Leichnams zu verhindern? So wird man es wohl deuten, ja. Und sie war da die ganze Zeit?
Nun, ich wollte sie bei mir haben, deshalb versteckte ich sie da. Wie bitte? So war es wirklich. Was meinen Sie? Ich sagte, dass ich sie unbedingt bei mir behalten wollte. Ich wollte sie nicht verlieren, deshalb versteckte ich sie. Dadurch war sie noch im Haus. Er erwürgte sie im Bett, diesmal ohne sexuelle Motive. Im Prinzip wollte John Christie seine Frau loswerden, um in Ruhe andere Frauen töten zu können. Er hatte das Gefühl, sie war ihm im Weg. Dem einen Nachbarn erzählte er, sie wäre in Sheffield, dem nächsten, dass sie nach Birmingham verreist wäre. Christie kündigt seine Anstellung. Den Nachbarn erzählt er, im Norden einen neuen Job in Aussicht zu haben. Seine Frau sei schon vorgefahren. Ihm ist klar, dass er nicht ewig lügen kann, aber das ist ihm egal. Nachdem Christie seine Frau Ethel in der Nacht zum Sonntag, dem 14. Dezember 1952, ermordet hat, liegt sie noch 2 Tage tot im Bett. Dann wickelt er die Leiche in eine Decke und versteckt sie unter den morschen Dielenbrettern. John Christie hat einen Plan, wie er ihr plötzliches Verschwinden erklären kann. Kurz vor ihrem Tod hatte sie einen Brief an ihre Schwester Lily in Sheffield geschrieben und ihren Mann gebeten, ihn einzuwerfen. Aber er behält ihn und nach ihrem Tod fälscht er das Datum des Briefs und schickt ihn am 15. Dezember ab. Später schreibt er Briefe an Ethels Familie, angeblich in ihrem Auftrag. Nun werfen wir einen Blick auf Beweisstück 11. Ihre Frau war tot, von ihrer Hand, als sie das schrieben. War Ihnen das bewusst? Ja, muss es wohl. Der Anfang lautet, ich zitiere, Ethel bat mich heute an ihrer Stelle zu schreiben, weil ihre Finger vom Rheuma zu sehr schmerzen. Ja. Das war doch frei erfunden, nicht wahr? Nein, nicht ganz. An Rheumatismus in den Händen litt sie schon seit langem. Ihre Finger waren zumeist dick geschwollen. Sie kann kein Rheuma gehabt haben, immerhin war sie tot. Ja, das ist richtig. Der Doktor sagt, in wenigen Tagen geht es ihr sicher besser. Ja. Wie kamen Sie zu der Behauptung? Ich weiß nicht, ich habe einfach geschrieben, was mir in dem Moment eingefallen ist. Sie schrieben einfach, was Ihnen eingefallen ist? Ja. Ich reibe sie ihr ein. Die Finger? Ja, ich habe das schon seit vielen Jahren für sie getan. Damit wollten sie vortäuschen, dass sie ihre Frau liebevoll umsorgten, oder? Ja, so scheint es wohl. Sobald Ethel es kann, schon am Samstag vielleicht, wird sie dir selbst schreiben. Ja. Das diente doch nur der Irreführung. Gut möglich. Die Familie sollte keinen Verdacht schöpfen, oder? Nein, das war nicht meine Absicht. Darauf bin ich nicht gekommen. Weil sie wussten, dass sie etwas getan hatten, das sie auf jeden Fall vertuschen mussten. Nein, das stimmt so nicht. Er schrieb ihrer Verwandtschaft, sie hätte schlimmes Rheuma und könnte nicht reisen oder selbst schreiben. Eine Zeit lang funktionierte das. Was kann sich John Christie dabei gedacht haben? Man kann nur spekulieren. Möglicherweise fühlte er sich schuldig. Auch weil er für die Hinrichtung von Timothy Evans verantwortlich war. His death through execution. Vielleicht wurde Christie von Schuldgefühlen wegen Timothy Evans geplagt. Oder der Mord an seiner Frau Ethel belastete ihn. Doch das hinderte ihn nicht daran, weitere Frauen zu töten. In dieser Zeit ist Christie nicht der einzige Serienmörder in London. Auch der Säurebadmörder treibt sein Unwesen in der Hauptstadt. Sein Name? John George Haig.
John George Haig was born in... Haig wurde 1909 geboren. Seine Eltern gehörten einer streng religiösen Sekte an. Er hatte also keine einfache Kindheit. Sein Vater hatte einen hohen Zaun ums Haus gebaut. Die Familie lebte abgeschottet. John durfte zwar im Chor singen, stand aber unter ständiger Kontrolle. Mit 21 erkannte er, dass es leichtere Wege gab, an Geld zu kommen, als arbeiten zu gehen. Er ließ sich auf krumme Geschäfte ein, die mit Autos und Versicherungen zu tun hatten. Er war die Sorte Mensch, die in Hotels abstiegen und ein Verbrecherleben führten. Wahrscheinlich hat er nie eine Hotelrechnung bezahlt. Schließlich wurde er wegen Betrugs eingesperrt. Da war er noch ganz friedlich. Danach wurde er plötzlich gewalttätig und größenwahnsinnig. Er glaubte, den perfekten Mord begehen zu können. Er hatte an alles gedacht, aber vergaß, sich Opfer auszusuchen, die niemand vermissen würde. Ans Tageslicht kam alles mit einem Opfer, der 69-jährigen Witwe Olive Durand Deacon. Haig gab sich als Geschäftsmann für künstliche Fingernägel aus. Sie sollte in seine Firma investieren. Und er lockte sie in seine Geschäftsräume in Crawley. Am Ende erschoss er sie und versenkte ihre Leiche in einem Fass mit Säure. Haig hat bereits 5 Morde begangen und die Leichen in Säure aufgelöst, als er Olive Durand Deacon kennenlernt. Eines seiner ersten Opfer war sein früherer Arbeitgeber William McSwan. Als dessen Eltern anfangen, nach ihrem Sohn zu suchen, bringt er auch diese um. Wegen seiner Spielsucht braucht er ständig Geld. Deshalb tötet er ein weiteres Paar und raubt es aus. Doch das Verschwinden von Olive Durand Deacon fällt auf. Sie sollte sein letztes Opfer werden. Mrs. Durand Deacon wurde als vermisst gemeldet und die Polizei befragte auch Haig dazu. Der erklärte ihnen, ja, sie war bei mir, aber ihr werdet sie nicht finden, weil ich sie getötet habe. Sie befürchteten, keine Beweise zu finden. Aber der Pathologe entdeckte einen menschlichen Gallenstein in der Säure. Auch ihr künstliches Gebiss und ihre Plastikhandtasche waren nicht zersetzt worden. Haig dachte, dass er seine Opfer restlos beseitigen konnte. Aber das war nicht so. Ein paar Kleinigkeiten blieben von Mrs. Durand Deacon übrig. Er litt unter Größenwahn, dachte, er würde davonkommen. Mit jedem Mord aufs Neue. Er hielt sich für unantastbar und dachte, er könne sich alles erlauben. John Christie muss sich ebenfalls für unantastbar halten, nachdem Timothy Evans für seine Morde hingerichtet wurde. After Christie murdered his wife Ethel, mit dem Mord an seiner Frau Ethel 1952 wird John Christie immer skrupelloser. Er erfindet alle möglichen Erklärungen für ihr Verschwinden und sucht währenddessen sein nächstes Opfer aus. Wir nun zu Rita Nelson. Erinnern Sie sich an Miss Nelson? Ein Foto von ihr ist bei den Beweismitteln. Ja. Wo machten Sie Ihre Bekanntschaft? Notting Hill Gate. Und wo da genau? In einem Café. War sie allein oder in Begleitung? Sie war mit einer jungen Frau da. Einer Freundin. Sie waren zu zweit. Das Café war recht voll.
Es war gut besucht, aber an ihrem Tisch war ein Platz frei und so setzte ich mich zu ihnen. Kamen Sie mit ihr ins Gespräch? Ja. Sie sprach mich an und bat mich um eine Zigarette oder um Feuer. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war eine Zigarette, um die sie mich bat. Und dann unterhielten wir uns eine Zeit lang und... Also, sie erzählte, sie seien auf der Suche nach einem Dach über dem Kopf. Dringend. Einem Dach über dem Kopf? Ja, ganz genau. Also erzählte ich, dass vielleicht bei mir etwas frei werden würde, denn ich würde umziehen. Ob sie es sich anschauen wollten. Sie zeigten Interesse und wollten am Abend gern vorbeikommen, um es sich anzuschauen. Es wollten beide kommen? Sie wollten zusammenkommen, um sich die Wohnung anzuschauen. Kamen sie zu zweit oder nicht? Nein, nur eine. Nichts hält Christy mehr vom Töten ab. Er hat keine Frau und keine Arbeit mehr. Stundenlang sitzt er in einem Café an der Ecke Rillington Place. Dort trifft er Prostituierte und potenzielle Opfer. John Christie muss den Frauen etwas versprochen haben. Sonst wären sie nicht mit ihm gegangen. Für die Prostituierten war es wohl ein gewöhnlicher Teil des Geschäfts. Kathleen arbeitete als Prostituierte in der Nähe von Notting Hill. Er lud sie zu sich ein. Wahrscheinlich hat er sie bezahlt und ihr das Geld später wieder abgenommen. Wieder betäubt, erwürgt und vergewaltigt er sein Opfer. Sie können sich also nicht genau erinnern. Hatten Sie einen Grund, der jungen Frau etwas anzutun? Nein, ich wollte ihr nichts antun. Ich habe nie jemandem wehgetan. Bitte erzählen Sie uns von Miss Maloney. Was haben Sie mit Ihrer Leiche gemacht? Nun, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Nun, wir wissen es. Der Richter, die Geschworenen, wir alle wissen es. Die Leiche lag im Wandschrank in der Küche. Das wissen Sie doch, oder? Ja, ich habe davon gehört, aber ich weiß es wirklich nicht. Wie sie dahin kam, wissen Sie nicht. Ein Fremder war es wohl kaum, der sie hineingelegt hat, aber Sie wollen von nichts wissen. Das muss ich gewesen sein. Nun, Rita Nelson lag ebenfalls tot im Wandschrank. Wissen Sie darüber etwas? Ich kann mich überhaupt nicht an den Schrank erinnern. Nur Sie hatten Zugang zu dem Versteck, in dem die Leichen gefunden wurden. Es klingt logisch, dass ich es war, aber ich weiß wirklich nichts über diesen Wandschrank. Ja, da war einer. Aber ich kann mich nicht erinnern, ihn je genutzt zu haben. Es gab noch weitere potenzielle Opfer. Aber sie hatten Glück und entkamen. Christy wusste, dass das nicht lange gut gehen konnte. Zu der Zeit war er schon selbstzerstörerisch. Er hatte seine Frau geliebt. Mit ihrem Tod fehlte ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Die beiden waren lange zusammen gewesen und sie hatte immer alles für ihn getan. So wie er seine letzten drei Opfer in der Wohnung ließ, war ganz klar, dass sie schnell gefunden würden. Christys Nachbarn beschweren sich über den modrigen Geruch, der täglich stärker wird. Christy ist arbeitslos und völlig verarmt. Er verkauft seine Möbel und am Ende sogar den Ehering seiner Frau. Das Einzige, was ihm noch bleibt, ist die Wohnung. Er vermietet sie an ein Paar. Dass die Leichen entdeckt werden, ist nun unvermeidlich. Am 20. März 1953 verlässt Christy die Wohnung am Rillington Place mit seinen letzten Habseligkeiten. Er wird nie wieder zurückkehren. Leichengestank ist unbeschreiblich penetrant und musste den neuen Mietern auffallen. Sie mussten am Versteck der Leichen vorbei, um zur Toilette zu gehen. Beresford Brown schlägt Alarm.
Er wohnt unter dem Dach des Wohnhauses, darf aber Christys Küche benutzen. Als er dort aufräumt, entdeckt er, wo der Gestank herkommt. Beresford Brown folgte dem Verwesungsgeruch und betastete die Tapete. An einer Stelle klang die Wand hohl und er konnte sie einfach eindrücken. So entdeckte Brown die drei gefesselten Frauenleichen in der Speisekammer. Christy hatte nicht mal ein Brett davor genagelt, sondern einfach nur darüber tapeziert. Offensichtlich war er in Panik und wollte schnell fliehen. Die Polizei wurde gerufen und findet auch Ethel unter den Dielenbrettern. Nach einer Durchsuchung des Gartens entdecken sie auch die beiden ersten Opfer. Durch die Skelette der beiden Frauen sind längst Wurzeln gewachsen. Währenddessen irrt John Christy ziellos durch die Stadt. Die Leichen seiner Opfer sind entdeckt. Und er ist der meistgesuchte Mann Englands. Am 31. März fällt dem Polizisten Tom Letcher im Stadtteil Putney ein Mann auf, der auf einer Brücke steht und in die Themse starrt. Er erkennt ihn als John Christy und nimmt ihn unverzüglich fest. Christy wurde durch Zufall gefasst an einem nebligen Morgen. Ein Polizist entdeckt ihn auf der Putney Bridge und fordert ihn auf, den Hut abzunehmen. Er erkennt die Glatze und die Brille und nimmt ihn fest. Er war praktisch pleite, am Ende. Christy wusste, dass es vorbei war. Wahrscheinlich wollte er gefasst werden. Nach seiner Festnahme kommen die brutalen Morde ans Licht. Als klar wird, dass Christy auch Beryl Evans ermordet hat, muss das Gericht erkennen, dass es einen Fehler gemacht hat. Timothy Evans wurde höchstwahrscheinlich unschuldig gehängt. Im gleichen Jahr, in dem Christy der Prozess gemacht wird, wird ein weiterer Unschuldiger gehängt. Beide Fälle tragen dazu bei, dass die Todesstrafe abgeschafft wird. Der zu Unrecht Verurteilte ist der 19-jährige Derek Bentley. Mit seinem 3 Jahre jüngeren Freund Christopher Craig begeht er einen Einbruch, der tragisch endet. Derek Bentley wurde 1933 geboren und war geistig zurückgeblieben. Sein Freund Christopher Craig hatte einen besonderen Hang zu Messern, Pistolen und anderen Waffen. Bentley und Craig wollen in eine Lagerhalle der Süßwarenfirma Barlow & Parker in Croydon einbrechen. Craig nimmt eine Pistole mit. Ihr Plan geht von Anfang an schief. Sie werden bereits entdeckt, als sie über eine Regenrinne in das Gebäude einsteigen wollen. Als die Polizei eintraf, kletterten die beiden gerade auf das Dach der Lagerhalle. Bentley stellte sich den Beamten, aber Craig verschanzte sich und wollte fliehen. Er bedrohte die Polizisten und als diese auf das Dach kletterten, eröffnete er das Feuer. Dabei wurde ein unbewaffneter Polizist namens Miles getötet. Während der Schießerei ist Derek Bentley bereits in Gewahrsam genommen. Später wird auch Craig gefasst und beide werden vor Gericht gestellt. Das Gesetz besagte, dass bei einer gemeinsamen Straftat auch eine gemeinsame Schuld vorlag. Auch wenn nur einer der beiden geschossen hatte. Bentley war demnach genauso schuldig wie Craig. Am Ende war es dann so, dass der, der geschossen hat, aufgrund seines jugendlichen Alters, dem Galgen entging. Derjenige, der nur Beihilfe geleistet hatte, bekam die Todesstrafe. Derek Bentley wird am 28. Januar 1953 hingerichtet. Daraufhin gibt es eine Kampagne für eine posthume Begnadigung. Doch diese wird erst 1993 tatsächlich gewährt. Der Fall von Derek Bentley bewegt die Öffentlichkeit. Viele sehen seinen Tod als Unrecht
und fordern die Abschaffung der Todesstrafe. Aber erst mit Ruth Ellis ändert sich etwas. Sie ist die letzte Frau, die in Großbritannien hingerichtet wird. Ellis tötete ihren Liebhaber David Blakely, einen trunksüchtigen Rennfahrer. Ihre Affäre war geprägt von Gewalt. Ruth Ellis war damals 28 Jahre alt und galt als fröhliche junge Frau, die gerne feierte. Sie führte einen Club im West End und hatte eine stürmische Affäre mit David Blakely. Sie wurde immer eifersüchtiger und stellte Blakely nach. Der hatte auch andere Frauen im Kopf. Voller Eifersucht fährt Ellis am 10. April 1955 mit einer Waffe zur Bar The Magdala in Hampstead. Dort wartet sie draußen auf Blakely. Ellis schoss ihn nieder und feuerte, als er am Boden lag, das ganze Magazin leer. Sie wurde verhaftet, auf eine Polizeiwache gebracht und unter Mordanklage gestellt. Es gab keinen Zweifel, dass sie vorsätzlich getötet hatte. Während sich in den letzten drei Wochen die Öffentlichkeit empörte, hatte ein Mann eine schwere Entscheidung zu treffen. Innenminister William Lloyd George. Ihm oblag es zu entscheiden, ob er ein Todesurteil unterzeichnet oder nicht. Am Ende ließ ihm das Gesetz keine Wahl. Ruth Ellis musste sterben. Am 13. Juli 1955 wird Ruth Ellis durch die Hand von Albert Pierpoint gehängt. Gegen das Verfahren von John Christie empört sich niemand. Die Menge strömt nicht aus Mitgefühl zum Gericht, sondern weil sie einen Blick auf den Serienmörder erhaschen will. Auch seine Wohnung am Rillington Place wird bald zu einer Attraktion. Er selbst wird mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft. Doch der Prozess deckt fatale Schwächen der Polizeiermittlungen und des britischen Justizsystems auf. Thomas Ledger, ein einfacher Streifenpolizist, hat John Christie, den meistgesuchten Mann des Landes, festgenommen. Vier Frauenleichen sind bereits in dessen Wohnung gefunden worden. Zwei sehr viel frühere Opfer sollten bald in seinem Garten entdeckt werden. Während Christie in Haft sitzt, erzählt er mehr aus seinem Leben. Nach seiner Festnahme legte er bald ein Geständnis ab. Er gestand 7 Morde, alle bis auf den an der kleinen Geraldine. Den gab er bis zum Ende nicht zu. Aber es gilt als sicher, dass er das Baby auch umgebracht hat. Warum Christie gesteht, ist unklar. Will er beweisen, dass er verrückt und damit nicht zurechnungsfähig ist? Es bleibt ein Rätsel. Die Taktik der Verteidigung ist einfach. Um John Christie vor dem Tod zu bewahren, behauptet sie, er sei geisteskrank. Sein Anwalt ist Derek Curtis Bennett, ein bekannter Strafverteidiger. Er sieht Geisteskrankheit als einzige Möglichkeit, das Verhalten Christies zu erklären. Die Anklage, vertreten durch Sir Lionel Hield, hat jedoch leichtes Spiel, die Geschworenen von John Christies Schuldfähigkeit zu überzeugen. Alle Beweise sprechen gegen ihn. Nach 85 Minuten fällen die Geschworenen ihr Urteil. Christie war nicht geisteskrank, sondern hatte wohl eine Persönlichkeitsstörung.
Wie viele Vergewaltiger und sexuell motivierte Mörder strebte er nach Macht, die er nur mit Prostituierten oder mit toten Frauen ausleben konnte. Es klingt makaber, aber für ihn waren sie wie Schaufensterpuppen. Angeklagte, erheben Sie sich. Sie sind des mehrfachen Mordes beschuldigt. Haben Sie noch etwas zu sagen, bevor das Urteil nun hier und jetzt verkündet wird? John Reginald Halliday Christie. Die Geschworenen befinden Sie des mehrfachen Mordes für schuldig. Die Gesetzeslage ist unmissverständlich in einem solchen Fall. Sie werden unverzüglich in eine Haftanstalt überstellt und zum Tode durch den Strang verurteilt. Das Urteil ist alsbald zu vollstrecken. Ihr Leichnam wird auf dem Gelände des Gefängnisses bestattet, in dem Sie vor Ihrer Hinrichtung zuletzt einsaßen. Möge Gott Ihrer Seele gnädig sein. Albert Pierpoint vollstreckt das Urteil. Der gleiche Henker, der Timothy Evans gehängt hatte. John Christie stirbt am 15. Juli 1953. Die Hinrichtung des unschuldigen Timothy Evans und die Tatsache, dass ein Justizirrtum nicht korrigiert werden kann, beeinflusste die Debatte über die Todesstrafe in England. Es führte zum Aussetzen der Todesstrafe, denn in den 50er Jahren gab es viele falsche Urteile. Zusammen mit den Hinrichtungen von Ruth Ellis und Derek Bentley trägt vor allem der Fall des unschuldig gehängten Timothy Evans dazu bei, dass 1965 die Todesstrafe endgültig abgeschafft wird. Alle drei Mordprozesse lösen massive Proteste gegen die Todesstrafe aus und gelten inzwischen als Justizirrtümer. Die Zeit, in der die Todesstrafe abgeschafft wurde, ist sehr spannend. In manchen Fällen gab es ungerechte Urteile. Aber bei Timothy Evans kann man von einem Justizirrtum sprechen. Ein Todesurteil lässt sich eben im Nachhinein nicht mehr korrigieren. Timothy Evans wird postum begnadigt. Die Kontroverse um seine Hinrichtung hat Großbritannien aber nachhaltig verändert. Die Begnadigung erfolgt erst 1966, 16 Jahre nach seiner Hinrichtung. John Christie gesteht den Mord an Timothy Evans' Frau im Zuge seiner eigenen Verurteilung. Belangen konnte man Christie für 8 Morde. Allerdings hatte er als Hilfspolizist im Zweiten Weltkrieg genug Möglichkeiten, Morde zu begehen und zu vertuschen. Die Opferzahl könnte also höher liegen. Nach John Christies Tod entwickelt sich der Stadtteil Notting Hill, in dem er seine Untaten verübt hat, zu einer der schicksten und begehrtesten Wohngegenden Londons. Das Haus am Rillington Place gibt es nicht mehr und auch der Straßenname ist verschwunden.
Wie wir gesehen haben, ist London zwar Schauplatz grausamer Verbrechen gewesen, aber dennoch ist und bleibt die Stadt eine der großartigsten Metropolen der Welt.